Liga-Forschungsschiff Amerigo, spezielle Zerstörungstrupp, Mission Zerstörung des Raumschiffs. Jagen wir das ja echt in die Luft. Nur wenn uns ein Zerg über den Weg läuft. Ich geb dir gleich deinen Zerg. Hat's gemacht. Gut, wir schauen jetzt einfach mal in die nächste Mission, der dunkle Templer. Also wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, da hätte ich schon viel, viel früher die Bombe hochgehen lassen. Irgendwie hat mich das auch stark an Alien erinnert. Aber wir befinden uns immer noch auf dem Planeten Char. Interessant. Und der dunkle Templer, das kann eigentlich bloß einer sein. Schätze ich mal ganz, ganz stark. Das Einzige, da ich ja das Spiel neu starten musste, dauert ihr das Laden wieder ein bisschen länger. Aber das sollte eigentlich jede Sekunde fertig sein. Tick-Tack. Beliebige Taste. Fühlst
Siehst du das Zerebrat? Die Protos sind hier. Auf Char. Sie haben sich hier eine Zeit lang versteckt. Protos, Commander. Es war dumm von euch, hierher zu kommen. Denn ich bin Kerrigan. Und ich bin die Königin der Zerg. Ich kenne euch gut, oh Königin der Zerg. Wir sind uns schon früher einmal begegnet. Wohl erinnere ich mich an eure selbstlosen Taten bei der Verteidigung der Menschheit gegen die Zerg. Schmerzlich ist es zu sehen, dass ein Wesen, das einst so ehrenhaft und voller Leben war, sich der verschlagenen Tücke des Obermeins ergab. Ihr solltet lieber nicht versuchen, über mich zu richten, Templer. Ihr würdet feststellen, dass meine Macht der euren mehr als ebenbürtig ist. Ja, ich spüre sogar, dass eure hochgerühmten Kräfte seit unserem letzten Treffen eher noch schwächer geworden sind. Möglicherweise, oh Königin. Aber könnte es nicht auch sein, dass ich es nicht nötig habe, meine Macht in einem so kindischen Messen der Willenskräfte zur Schau zu stellen? Närrischer Templer, bereitet eure Verteidigung vor. Ich werde euch schon bald vernichten. Gut, Missionsziele, vernichten Sie die Protoss-Eindringlinge und Kerrigan muss, wie immer selbstverständlich, überleben. Blip. Protoss-Frontbasis auf Char. Aber die Frage ist, wenn das hier alles Kriecher ist, was ist dann in einem See drin? Ist das dann Kriecher-Schleim oder keine Ahnung? Ich fühle eine seltsame Aura um diesen Templer. Vielleicht solltest du den Angriff nochmal überdenken. Zum letzten Mal, Zas. Es ist gefährlich, meine Motive und meine Autorität in Frage zu stellen. Du warnst mich, wenn du dir im Rat zu drohen. Du wirst unter aller Untergang sein. Gut, dann sind wir jetzt mal in der Mission und müssen hier alle. Jetzt haben wir die Wächter. Kernabstammung, Mantis-Kreische, primäre Angriffswaffe, explosive Säure. Das ist alles ganz gut zu wissen. Und das Einzige. Was ist das da drin? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Hallo Wächter. So, da oben gibt es ja nichts. Die Frage ist bloß, können von da rechts noch Gegner kommen oder bloß von hier unten? Das wäre jetzt die Frage aller Fragen. Da drüben wäre auch noch ein Vespin-Geysir, den sollte ich vielleicht mitnehmen. Nicht, dass ich schon wieder wie letztes Mal komplett panisch bin, dass ich keinen Vespin-Geysir habe, obwohl ich den einfach übersehen habe. Gut, also von hier kommen die Gegner auch noch. Das ist nicht gut im Prinzip. Also sie können von hier und von da kommen. Gut. So können wir wenigstens ein bisschen was eindämmen. BE für den Vespin-Geysir. Theoretisch könnte ich auch gleich noch ein paar Zerglinge basteln. Theoretisch könnte ich auch mit Kriegen hier mich ein bisschen umschauen, weil ich glaube mal, sie ist stark genug für eine kleine Spionagemission. So, da oben gäbe es noch ein paar Mineralien. Gebäude fertiggestellt. Bis jetzt gibt es hier irgendwie unser Schwarmcluster wird angegriffen. Wo kamen die jetzt bitte her auf die Schnelle? Tötet sie! Prima. Kamen die jetzt von hier oder kamen sie von woanders? Da oben sehe ich ganz genau, dass da noch eine Basis wäre. Aber irgendwie komme ich da nicht hoch. Sehe ich das richtig? Oder komme ich hier vielleicht doch irgendwie hoch? Na? Na? Nö. Gut, ich komme hier nicht hoch. Das ist an sich ganz gut. Das heißt, ich könnte da mit einem Overlord
und ein paar Drohnen da oben eine zweite Basis aufbauen. Die Frage ist bloß, erstens, wo kamen die Gegner her? Und zweitens, was gibt's hier noch alles? Also hier gibt's anscheinend nichts außer eine zweite Basismöglichkeit. Und je länger ich laufe, desto mehr Angst habe ich um Kerrigan. So, hier ist ein Gegner. Das ist im Prinzip ganz gut, weil ich jetzt weiß, woher die kommen. Mal schön ganz viele Dings bauen. Im Prinzip könnte ich hier auch noch eine zweite Brutstätte bauen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so dumm. Ebenso, was nicht so sonderlich dumm wäre, hier zu einem Bau das Ganze zu mutieren und ein paar Zerglinge zu bauen. Wir brauchen mehr Overlords, das war so klar. Das war so klar. Also hier gibt es mal wieder nicht so sonderlich viel. Ich dachte eigentlich, dass es da irgendwie eine kleine Protoss-Basis oder so gibt. Da oben wären schon wieder Mineralien. Da wären sogar ganz schön viele Mineralien. Das Schwarmcluster wird angegriffen, das heißt immer nichts Gutes. Vor allem, da sie mir gerade ordentlich Schaden machen. Tötet sie alle. Diese blöden Berserker sind aber ganz schön nervig. Diese blöden Berserker sind nervig. Dann bauen wir hier mal eine kleine Verteidigungslinie hin. Zwei hier drüben, zwei, und einen würde ich gerne noch hier hinsetzen. Ich darf aber nicht. Dann machen wir das einfach. Oder dürfte ich schon? Ne, ich glaube, ich dürfte sogar schon hier was bauen. Ich hätte einfach bloß mehr Geduld haben sollen. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte niemanden eingraben. Ich wollte hier das Ganze zu Tiefenkolonien weiter ausbilden. Und eventuell noch ein paar Zerglinge oder Hydralisken bauen. Das wäre vielleicht eine ganz schlaue Idee. Bauchbeutel dafür. Das wäre ganz schlau. Ansonsten Hydralisken bauen. Ich würde sagen, ja, bauen wir ein paar Hydralisken. Ansonsten, was bräuchten wir noch? Schleicher brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt. Was bräuchten wir denn? Eine Evolutionskammer wäre vielleicht ganz praktisch, könnten wir hinbauen. Bootschleimpool haben wir, Hydralistenbau haben wir, Schösslinge bräuchte ich. Und hier das Königinnennest, das ist so, ja, wenn wir genug Geld haben, dann warum nicht? So, der Schwarmcluster wird angegriffen. Wo ist ein Kerrigan? Da ist Kerrigan. Tötet sie! Mein schöner Mutalisk ist tot. Mein schöner Mutalisk. Dann bräuchte ich hier vielleicht noch ein bisschen mehr Verteidigung. Zwei. Und eventuell noch hier oben einen dritten. Falls ich... Ja, Evolution ist abgeschlossen, das ist gut. Hier oben, wenn ich dürfte. Oder hier vielleicht so hin, das wäre, glaube ich, schlauer. Los, noch ein Feld. Natürlich. Was ist jetzt wieder los? Das Ding ist nervig zum geht nicht mehr. Zack. Ja, er leidet schweren Schaden, ich weiß. War vielleicht keine so gute Idee, aber was soll's. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das heißt, jetzt noch ein paar Dröhnchen. Und dann, theoretisch könnten wir auch hier ein paar Dröhnchen mitnehmen, um dann hier oben die
zweite Basis zu bauen. Ich hoffe, dass da keine Gegner sind. Weil wenn, dann wäre es ein bisschen problematisch. Darum schaue ich schnell mit dem einzigen Mutalisken, den ich noch habe, mich hier ein bisschen um. Jupp, unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das heißt, da oben sind tatsächlich Gegner. Heißt das mit den Dröhnchen, das lassen wir vielleicht ein bisschen auf später. Bis ich hier genügend Mutalisken habe, um hier ein bisschen anzugreifen. Und wahrscheinlich hier rechts habe ich auch nicht die nötigen. Die nötigen Dings. Wird die Bewegungsgeschwindigkeit von Overlords ist jetzt vielleicht nicht so sonderlich interessant. Was allerdings interessanter wäre, wäre noch ein paar Overlords, weil wir schon wieder keine haben. Schau mal schnell darüber. Das sind wahrscheinlich auch ein paar Gegner, schätze ich mal. Oder? Nö. Warum sind da keine Gegner? Nein. Ich hätte vielleicht ein bisschen Luftabwehr hinbauen sollen. Meine schönen Mutalisken. Kerrigan erleidet großen Schaden. Ich weiß, das ist gerade ein Problemchen. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was die gerade angreifen, aber okay. Meine schöne Luftabwehr. Ich bräuchte noch mehr Power, beziehungsweise ich bräuchte generell mal eine Luftabwehr. Das wäre vielleicht auch was. Halt B, C. So. Hier und noch eine da an die linke Seite. Kann ich jetzt eigentlich schon Sporenkrabbler bauen? Ja, kann ich. Das heißt, Attacke, Attacke, Attacke. Hier fehlt irgendwie was, habe ich das Gefühl. So. Nein, keine Kriecherkolonie, eine Sporenkolonie bitte. Eine Sporenkolonie. So, jetzt müssten wir eigentlich genug Verteidigung haben. Das Einzige, ich bräuchte wieder Mutalisken, nachdem meine letzten ein bisschen tot sind. Da drüben könnte ich, wie gesagt, eine zweite Basis aufbauen. Hier eine dritte Basis, sobald ich die Gegner hier geräumt habe. Bloß dafür bräuchte ich dann da oben auch noch ein bisschen Luftverteidigung. Heißt, ich werde hier mal 5 Drohnen mitholen. Oder 4. Sag mal lieber 4. 2, 3, 4. Ihr kommt dann darüber und lädt sie aus. Bisschen Luftunterstützung wäre vielleicht auch noch ganz praktisch, falls irgendein Gegner auf die Idee kommt, mich anzugreifen. Das wäre dann nämlich ohne halt meine schönen, ich hasse Protoss, beziehungsweise ich liebe eigentlich Protoss, aber Kerrigan erleidet großen Schaden. Im Prinzip liebe ich ja Protoss, aber nicht, wenn der Gegner sie spielt. Das finde ich dann nämlich ein bisschen schlimm. Zack. Zack. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, wir haben gleich genügend Mineralien. Das Einzige, das war es jetzt eigentlich schon wieder für die heutige Folge. Darum ist C. Ach ja, kann ich nicht. Ich habe nicht genügend Mineralien. So. Auf, auf. I need more minerals. Zack. Und hier nochmal eine Sporenkolonie. So, hier bitte ausladen. Zack, 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 zack. Einzig habe ich jetzt natürlich nicht genügend Mineralien. Und da gleich die Brutstätte hinzubauen, hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen sollen. Aber okay, 300 Mineralien, das dauert auch nicht so lange, bis wir es haben. Einzig die paar Mutalisken sollte ich vielleicht auch noch hier rüber schicken. Nicht, dass meine Dröhnchen dann sterben. Das wäre vielleicht keine so tolle Sache.
Ansonsten würde ich jetzt noch ganz, ganz fix warten, bis wir noch 100 Mineralien haben. Die Brutstätte schon mal in Auftrag geben und dann die Folge beenden, weil das war's nämlich wieder für die heutige Folge von StarCraft Mars Recall. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wie immer gilt Grüßli, euer Mr. Krut. Hallo? Ja, natürlich wird jetzt der Schwarmcluster schon wieder angegriffen. Das ist nicht so sonderlich toll, vor allem Kerrigan. Er leidet wieder schweren Schaden, ich weiß. Kerrigan hat ja bloß irgendwie Nahkampfangriffe. Wir brauchen mehr Mineralien. Auf jeden Fall, was ist jetzt aber wirklich. Bis dahin. Tschö, tschö.